Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Heute mit eurem Host Conny. Moin und herzlich willkommen bei Talk Slow, eurem Podcast rund um Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Ich bin Conny und eine der beiden Gründerinnen des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel und nehme euch in der kommenden Stunde mit auf einen Gedankenspaziergang, bei dem sich alles um faire und nachhaltige Mode dreht. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um eines unserer Lieblingsthemen, nämlich Altkleider. Denn das, was für manche Müll sein mag, sind für uns wertvolle Ressourcen. Die weltweite Textilproduktion hat sich seit dem Jahr 2000 dabei mehr als verdoppelt. Mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke, das muss man sich mal vorstellen, werden jedes Jahr neu produziert. Allein die Deutschen kaufen im Schnitt 60 neue Teile pro Jahr. Die Konsequenz lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Im Schnitt sortiert jede und jeder Deutsche 15 Kilogramm Kleidung pro Jahr aus. Insgesamt 1 Million Tonnen Altkleider kommen damit allein in Deutschland jedes Jahr zusammen. Das entspricht etwa einer Lkw-Schlange von Flensburg bis nach Salzburg. Und weil seit der Corona-Krise viele Menschen ihren Kleiderschrank noch häufiger oder gründlicher ausmisten, gibt es derzeit eine regelrechte Altkleiderflut. So meldete der Deutschlandfunk schon letztes Jahr, dass seit der Pandemie 20-30% mehr Bekleidung abgegeben werden als sonst. Das heißt, die Lkw-Schlange wächst. Ein sehr bekanntes Zitat von Ursula de Castro, Gründerin der Fashion Revolution Bewegung, lautet: "The most sustainable garment is the one already in your wardrobe." Wir sind natürlich große Fans davon, Kleidung so lange wie möglich zu tragen oder im Kreislauf zu halten. Die aussortierte Kleidung in Tüten stopfen und in den erstbesten Altkleidercontainer werfen, ist dabei aber leider nicht die Lösung. Denn Sammlung ist nicht gleich Sammlung. Und hierzu ist unser heutiger Gast der absolute Experte. Ich freue mich riesig, dass Thomas Ahlmann heute bei uns ist, der seit 2020 den Dachverband Verwertung leitet. Hallo Thomas! Hallo Konstanze, vielen Dank für die Einladung. Ach, ich freue mich riesig, dass wir heute hier zusammen sind und würde nochmal, bevor wir starten, 2-3 Sätze zur Verwertung hinzufügen. Und zwar ist Verwertung der Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammelstellen in Deutschland. Die angeschlossenen Organisationen setzen sich für Transparenz und Fairness bei Kleidersammlung ein. Sie stehen damit für einen verantwortlichen Umgang mit den gespendeten Textilien. Ihre Sammlungen sind am Zeichen Verwertung bewusst handeln, auf Kleidersäcken, Altkleidercontainern und Internetseiten zu erkennen. Das klingt ja schon mal großartig, finde ich. Bevor wir aber dieses Lieblingsthema Altkleider auseinandernehmen, starten wir wie immer in jede Podcast-Folge mit dem Fakt der Woche. Das ist unser alternativer Fakt, der die Unzulänglichkeit der Modeindustrie auf den Punkt bringt. Thomas, die heutige Zahl ist dir sicher bestens bekannt. Weniger als 1% aller Kleidung wird weltweit derzeit überhaupt wieder zu neuer Kleidung recycelt. Das liegt vor allem daran, dass Kleidungsstücke aus gemischten Materialien nicht recycelt werden können. Was bleibt, ist sogenanntes Downcycling. Die Kleidung wird in kleine Stofffetzen geschreddert und zu Isoliermaterial oder Füllstoffen verarbeitet. Danach bleibt oft nur noch die Mülltonne. So, jetzt sag doch mal bitte, welche Rolle kommt Altkleidersammlung in dieser verrückten Diskussion zu? Naja, ich glaube, dass die Altkleidersammlungen trotz alledem die notwendige Voraussetzung sind, wenn wir darüber nachdenken, unseren Textilkonsum oder die Textilbranche insgesamt kreislauffähig zu machen. Mhm. Denn auch wenn wir im Moment noch keine sinnvollen Recyclingverfahren haben, die also ein Closed Loop oder ein Open Loop Verfahren ermöglichen, ist die Altkleidersammlung, also die getrennte Erfassung des Abfallstroms, eigentlich die Grundvoraussetzung für ein Recycling. Von daher ist die Altkleidersammlung auch im Hinblick auf eine Kreislaufwirtschaft eine Grundvoraussetzung. Und da stehen wir, wie du ja schon gesagt hast, in Deutschland eigentlich gut da, denn unsere Erfassungsrate liegt bei circa 70%. Oh, wow. Und das ist wirklich weltweit. Also 70% aller Textilien, die abgegeben werden, erfasst ihr? Also nicht wir alleine, das wäre schön, wenn all das in gemeinnützige Sammlungen ginge. Nein, es sind 70% der Textilien, die von privaten Haushalten aussortiert werden, landen in gesonderten Getrenntsammlungen. Mhm. Die können aber eben auch von Kommunen durchgeführt werden oder gewerblichen Sammlern. Mhm.
Und würdest du denn sagen, dass Altkleidersammlung, egal jetzt ob gemeinnützig oder gewerblich, oder wahrscheinlich muss man da auch gerade unterscheiden, eher ein Interesse an einer Verwertung von gesammelten Textilien haben oder ein Interesse daran, die Kleidung so lange wie möglich im Kreislauf zu halten, also sprich sie zu tragen? Also da kann ich tatsächlich für alle Altkleidersammler am Markt sprechen, denn jeder Sammler hat eigentlich ein Interesse daran, einen möglichst hohen Anteil tragbarer Textilien in der Sammlung zu haben. Der Hintergrund ist der, dass eigentlich diesem Riesenberg an Alttextilien, den wir hier jedes Jahr anhäufen, auch eine weltweit große Nachfrage nach Secondhand-Bekleidung entgegensteht. Also Secondhand ist eigentlich die Normalität auf der Welt. Und eben nicht unser Überkonsum, den wir hier pflegen. Und dieser Anteil noch tragbarer Bekleidung in den Sammlungen finanziert eigentlich unser Altkleidersystem, so wie wir es hier in Deutschland kennen, das ja ein kostenloses System ist tatsächlich für den Bürger. Vielleicht magst du an dieser Stelle einmal erzählen, wie Altkleidersammlungen überhaupt wirtschaftlich funktionieren, weil ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht, also dass es verschiedene Anbieter gibt, dass man vielleicht genauer hinschauen muss oder hinschauen sollte, in welchen Container man seine Kleidung einwirft. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also tatsächlich hat der private Haushalt, wenn er den Kleiderschrank aussortiert, zunächst einmal die Qual der Wahl, bei wem er es abgeben möchte. Also ich habe das erwähnt, es gibt kommunale Sammler, also städtische Betriebe, die sammeln. Es gibt gewerbliche Sammler, die ihre Container zumeist aufstellen. Und es gibt gemeinnützige Sammler. Und all die buhlen sozusagen um die Altkleider der privaten Haushalte. Und dann gibt es noch unterschiedliche Abgabeformen. Also wir kennen das von den Wurfzetteln, die mal in den Briefkästen zu finden sind, dass also an der Haustür zu einem gewissen Datum die Textilien abgeholt werden. Dann gibt es den Container, den kennt sicherlich auch jeder, ist mit Abstand die beliebteste Form, Textilien abzugeben. Der Container, ja, ist einfach aus dem Alltag bekannt, ist seine eigene Litfaßsäule. Er ist 24/7 zu erreichen und dementsprechend das beliebteste oder die beliebteste Erfassungsform in Deutschland. Und dann gibt es eben auch noch die Einrichtungen gemeinnütziger Organisationen. Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Dort kann man eben Textilien direkt abgeben. Ein Teil wird direkt vor Ort auch wieder ausgegeben oder wieder verwendet. Es ist ja eigentlich so, dass in dieser Sammlung für die Logistik, für die Mitarbeiter, die die Sachen einsammeln, für den Container selbst zum Beispiel einfach Kosten entstehen. Klar. Und es ist so, wir haben es erwähnt, wir haben so eine riesige Menge und diese Menge übersteigt den Bedarf auch für gemeinnützige und karitative Zwecke vor Ort um ein Vielfaches. Seit wann übersteigt es das, würdest du sagen? Ich würde eigentlich sagen, seitdem es diese Form der Altkleidersammlung gibt, war es immer so, dass auch Überschüsse da waren und verkauft wurden. Denn das System, so wie wir es heute kennen, ist tatsächlich erst in den 60er Jahren entstanden, zu einem Zeitpunkt, an dem der Wohlstand in unserer Gesellschaft einen Punkt erreicht hatte, an dem Menschen anfingen, zu viele Textilien zu haben bzw. zu kaufen. Und es wurden dann Textilien weggeworfen, die einfach noch tragbar waren. Und auf diesem Umstand sozusagen baut unser ganzes System auf. Von daher war es eigentlich tatsächlich immer so, dass auch Überschüsse verkauft wurden. Okay. Und das Schöne eigentlich bei einer gemeinnützigen Sammlung ist dass die Erlöse wiederum vor Ort für die gemeinnützigen Zwecke verwendet werden können. Das heißt, die Warenspende wird dann zu einer Geldspende und kann wiederum genutzt werden von der Organisation. Und wie ist das zum Beispiel bei kommunalen Sammlern? Wie unterscheiden die sich zu gemeinnützigen? Da würde man doch auch denken, wenn es von der Kommune kommt, dann sollte idealerweise der Erlös auch in die Kommune zurückfließen. Genau, die Einnahmen einer Kommune fließen zurück in den Abfallgebührenhaushalt der Kommune. Boah, was ein Wort, okay. Und viele Kommunen haben vor ein paar Jahren, als so eine Art Hype war bei den Kommunen um Altkleidersammlungen, auch verlauten lassen, dass sie damit die Gebühren der Bürger senken könnten.
Ich wüsste keine Kommune, der es gelungen ist. Vielmehr war es so, dass vielfach auch gemeinnützige Sammler hier Stellplätze verloren haben auf öffentlichen Plätzen. Das war sehr schade, denn wir wissen auch, dass die allermeisten Bürger wollen ihre aussortierten Textilien gemeinnützigen Sammlern geben. Und diese Gelegenheit sollte in jedem Fall immer ermöglicht werden. Also ein richtiger Wettbewerb um die Altkleider, das finde ich ja hochinteressant, weil sich eben auch, das hast du gerade auch schon erwähnt, damit Geld verdienen lässt. Jetzt würde man sich natürlich wünschen, oder ich gehe jetzt mal von mir aus, dass man idealerweise seine Kleider spendet, um damit irgendwie einen guten Zweck sozusagen zu befördern. Ihr habt ja jetzt ein mit der Verwertung einen Namen und Zeichen sozusagen, die für bestimmte Standards stehen und die eigentlich dem Konsumenten und der Konsumentin das Einwerfen der Kleidung erleichtern sollen. Also es soll ja Transparenz schaffen. Mhm. Was sind eure wichtigsten Werte? Ja, zunächst einmal ist es tatsächlich diese Transparenz und die Sicherheit, die wir dem Verbraucher geben, dass hinter unserer Sammlung in jedem Fall eine tatsächlich gemeinnützige Sammlung steht und dass die Textilien, die hier abgegeben werden, entweder direkt für soziale Zwecke eingesetzt werden, also in einer Kleiderkammer, in einem Sozialkaufhaus, oder aber indirekt die Erlöse, wenn die Textilien also weiterverkauft werden an einen Sortierbetrieb, also dass diese Erlöse dann in jedem Fall gemeinnützig verwendet werden. Diese Sicherheit hat auf jeden Fall der Verbraucher. Und hast du das Gefühl, ihr müsst euer Siegel oft erklären oder ist das schon so bekannt, dass die Leute das schnell wiedererkennen? Ich habe ja gelesen, es gibt teilweise auch, das finde ich ja echt frech, so Plagiate von eurem Siegel, die so ähnlich aussehen, wo sich dann aber irgendwelche gewerblichen Schummler dahinter verbergen. Das ist ja eine Frechheit. Ja, leider gibt es einfach schwarze Schafe in dem Markt. Mhm. Man muss wirklich wissen, dass eine gemeinnützige Sammlung, wenn ein Container also gemeinnützig wirkt, tatsächlich mehr Textilien eingeworfen werden und auch im Schnitt bessere Textilien. Das heißt, der ein oder andere gewerbliche Sammler kann dann da nicht widerstehen. Also das sind klar die schwarzen Schafe, ne? Die dann aber sich solcher Symbole bedienen, die, sagen wir mal, angelehnt sind an bekannten gemeinnützigen Symbolen. Das können Weltkugeln sein, Kreuze sein, betende Hände, all solche Dinge. Eieiei. Und das geht tatsächlich krass, so weit, dass Vereine gegründet wurden in der Vergangenheit, nur um diesen Namen auf den Container schreiben zu können und um so an die Sachen der Bürger zu kommen. Mhm. Und da wollen wir einfach mit unserem Zeichen den Bürgern einfach eine Sicherheit zurückgeben. Aber ich meine, das ist ja ein klarer Fall von Betrug. Aber es zeigt ja, wie wertvoll das Gut ist, mit dem ihr da tatsächlich handelt, oder? Wenn sogar extra Vereine gegründet werden, um sich eine vermeintliche Gemeinnützigkeit auf den Container schreiben zu können. Ja, jetzt muss man sagen, bei den schwarzen Schafen, die sind immer da, wenn die Marktlage gut ist. Okay. Im Moment ist es ja tatsächlich eher schwierig, weil tatsächlich so viel Ware am Markt ist. Du hattest es erwähnt, im letzten Jahr, im Corona-Jahr nochmal extra viel, weil die Leute die Zeit im Lockdown genutzt haben, ihre Schränke nochmal auszusortieren. Das heißt, wir haben unglaublich viel Ware am Markt. Stimmt das? Ist die Zahl noch aktuell vom Deutschlandfunk? 20-30% mehr? Es war unterschiedlich, aber es gab wirklich Sammler, die 20-30% mehr in den Containern hatten. Man muss wissen, normalerweise fährt man so einen Container einmal in der Woche an und entleert ihn. Mhm. In der Regel in der Corona-Zeit war es stellenweise wirklich, dass man zwei- oder dreimal hinfahren musste. Und die Schwierigkeit lag aber darin, dass auch niemand die Ware sonst brauchen konnte, weil auch der internationale Markt, ich hatte es erwähnt, der Second-Hand-Markt, auch zum Erliegen gekommen war, weil die Grenzen dicht waren. Mhm. Und alle Geschäfte ja auch geschlossen, ne? Alle Geschäfte geschlossen, genau. Und so stockte das Ganze und das war eine wirklich gefährliche Situation.
Wir haben das tatsächlich bei uns bei Bridge and Tunnel in der Werkstatt auch gemerkt. Wir bekommen ja mittlerweile sehr, sehr viele Spenden von uns unbekannten Privatpersonen. Das freut uns immer riesig. Also wir haben ja auch große Materialpartnerschaften, unter anderem ja jetzt auch mit euch, was großartig ist. Aber wir bekommen auch wirklich sehr, sehr viele Pakete von Privatleuten, immer mit einem Liebesbrief garniert. Und wir haben also deutlich mehr Pakete seit der Pandemie bekommen. Also das hat sich bei uns auch ein bisschen wiedergespiegelt, aber wir hatten dadurch jetzt kein Problem. Inwiefern ist für euch die Situation gefährlich? Was meinst du damit? Was bedeutet zu viel Textilien für den Altkleidermarkt oder muss man sagen Altkleiderindustrie wahrscheinlich, oder? Ja, also zunächst einmal, wir sind ja die gemeinnützigen Sammler. Ja, und ihr seid die Guten, das ist richtig. Das hast du gesagt, aber ein Stück weit verstehen wir uns so. Fest. Also wir wollen ja helfen mit unseren Sammlungen. Vor Ort gelingt das auch. Die Mengen, ich hatte es vorhin erwähnt, wir haben vor allen Dingen Interesse an gut erhaltenen Sachen. Wir müssen mittlerweile sagen, eine Kleiderspende ist es nur, wenn es noch tragbar ist. Es ist so, dass über diese großen Mengen tatsächlich natürlich die Erlöse sinken. Gewerbliche Sortierbetriebe haben kein so großes Interesse daran, die Dinge zu kaufen. Das heißt, die Sammlungen, die wir durchführen, gerade Containersammlungen, kommen ein Stück weit an ihre Wirtschaftlichkeitsgrenze. Und das Problem, das gesellschaftlich einfach dahinter steht, wo wir einfach irgendwie die Quittung bekommen am Ende, ist einfach dieses Fast-Fashion-Phänomen. Wir bekommen immer mehr, aber die Qualität wird immer schlechter. Das heißt, der Anteil der noch tragbaren Textilien in den Sammlungen nimmt immer weiter ab. Und das ist ja auch einsichtig. Man kennt es, man kauft für 2 oder 3 Euro ein weißes T-Shirt, was man meinetwegen unter einem Hemd trägt. Wird mir ganz schlecht, wenn ich das höre. 2 bis 3 Euro für ein T-Shirt, oh Gott. Ja, aber das ist ja heute bei der einen oder anderen Modekette kein Problem. Ja, das stimmt, ja? Leider. Aber es ist ja dann auch so, dass man es nach 5 oder 6 Mal waschen, ist es aus der Form kragen, genau. Man wirft es weg, aber es hat ja auch nicht viel gekostet. In der Altkleiderbranche gibt es für solche T-Shirts schon den Namen Einwegartikel. Ach, und echt? Ja, weil es sind schlicht Dinge, die auch darauf ausgelegt sind, über das Preis-Leistungs-Verhältnis, dass man oft es nachkaufen muss, es nicht lange nutzen kann. Und im Übrigen sind diese Textilien für die Downcycling-Verfahren, die wir haben, auch nicht geeignet. Ja. Genau. Also was für eine Perversion, also wirklich von textiler Arbeit. Ich mache das wirklich fassungslos. Einwegartikel. Genau. Wow. Und diese Dinge kommen bei uns an und das müssen wir irgendwie handeln. Das ganze System, wie ich es am Anfang sagte, fußt eigentlich darauf, dass wir einen Anteil gut erhaltener Bekleidung haben. Und gerade auch wir Gemeinnützigen sind ja auch darauf angewiesen, in unseren in Läden gute Qualität anbieten zu können. Das wird aber immer schwieriger, beziehungsweise bei diesen Fast-Fashion-Teilen fast unmöglich. Ich habe gelesen, dass ungefähr 10% der gespendeten Kleidung an Bedürftige weitergegeben werden. Ist das richtig? Also ist das der Prozentsatz, den du gerade meinst? Ihr braucht gut erhaltene Kleidung, die ihr weitergeben könnt. Auf wie viel Prozent beläuft sich das ungefähr? Also Schätzungen gehen davon aus, dass wir in Deutschland unter 10% tatsächlich hier in Sozialkaufhäusern und Kleiderkammern für bedürftige Menschen benötigen. Das ist ja erstmal auch eine gute Nachricht. Okay, das heißt, man bräuchte gar nicht mehr. Also weil ich finde diese Zahl fast ein bisschen bedrückend. Ich dachte, krass, nur 10% des Aufkommens wird an Bedürftige weitergegeben. Aber das heißt, Bedürftige bräuchten gar nicht mehr, sondern bessere Kleidung. Genau. Wahrscheinlich, genau, ne? Genau. Also wie gesagt, es ist ja erstmal eine gute Nachricht, dass der Bedarf so niedrig ist. Wer ermittelt den Bedarf? Also weil das ist ja auch so, finde ich, fast schon so eine moralische Frage. Wie viel braucht jemand, der in Anführungszeichen bedürftig ist? Ja, das wird ja sehr dezentral sozusagen ermittelt. Wir haben mittlerweile ja in jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland zum Glück, wie ich finde, ein Gebrauchtkaufhaus einer gemeinnützigen Organisation, wo sich Menschen mit gut erhaltener Secondhand-Bekleidung auch ausstatten können.
Wir haben in der Vergangenheit, war das eigentlich weitestgehend auf bedürftige Menschen fokussiert. Das heißt, deren Bedarf wurde dort immer gedeckt über die Spenden. Trotz alledem blieb immer etwas übrig, ja, was die Sozialkaufhäuser dann trotzdem weiterverkaufen können. Das heißt, der Bedarf wurde gemessen, wie oft die das Sozialkaufhaus aufgesucht haben zum Beispiel. Genau, einfach durch den Abverkauf sozusagen in dem Sozialkaufhaus. Mittlerweile ist es so, und das höre ich immer wieder, und das freut uns natürlich auch, dass ganz andere neue Zielgruppen kommen. Mhm. Also das sind zum einen junge Familien, gerade bei Kinderbekleidung ist Secondhand sehr in, weil Chemikalien und ähnliche Dinge daraus unterschreiben. Genau. Dann wachsen diese kleinen Biester ja auch ständig. Verrückt, ja, genau. Jetzt noch. Und viele junge Eltern gerade statten sich dann selbst mittlerweile mit Secondhand aus. Junge Leute tun das ebenfalls. Mhm. Aber auch Ältere, die einfach sagen, wir haben das und das gehört, das und das gelesen, wir wollen uns einfach nicht mehr an diesem Überkonsum, an diesem Wahnsinn beteiligen. Also auch da wächst sozusagen eine neue Käuferschicht. Aber zunächst einmal unsere originäre Aufgabe in der Altkleidersammlung war ja die Versorgung von Bedürftigen. Und das können wir mit unter 10% decken. Auch wieder hier die Zahl, dass wir unter 10% gebrauchen, ist zum einen gut, weil es uns hier in Deutschland sehr gut geht, zeigt aber auch wieder diesen wahnsinnigen Überkonsum. Es gibt da ja auch Schätzungen, die sagen, dass 40% der Textilien überhaupt nicht getragen werden. Und dazu vielleicht in Sortierbetrieben oder auch bei gemeinnützigen Sortierern ist es jetzt nicht furchtbar ungewöhnlich, wenn man Textilien in der Hand hat, wo das Preisschild noch dran ist. Ja. Also es zeigt sich immer wieder, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, aber es ist einfach so dieser wahnsinnige Überkonsum, der hier stattfindet. Ja, also mich macht das wirklich fertig, dass es so viel zu viel von allem gibt. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln? Wir haben jetzt gerade darüber, über die Menge gesprochen, sozusagen, die in Sozialkaufhäuser und direkt sozusagen an Endverbraucher und Endverbraucherinnen gehen, die diese Kleidung dringend benötigen, die nicht sagen, aus Lust und Laune kleide ich mich neu ein, sondern sie benötigen das wirklich. Wie setzt sich das andere Verhältnis prozentual zusammen? Also wie viel wird exportiert, wie viel wird recycelt und wie viel landet auf dem Müll? Ja, dazu müsste man sich dann vielleicht mal angucken, wie so ein durchschnittlicher Altkleidersack in so einem Container aussieht. Da haben wir einfach mal Umfragen gemacht bei den Sortierbetrieben, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie viele habt ihr da insgesamt? Wie viele Sortierbetriebe? Das sind knapp über 6 Sortierbetriebe im Einzelnen. Ich würde ja super gerne, ich lade mich hiermit mal ein, wenn ich darf. Ich würde super gerne mal in einen Sortierbetrieb kommen. Gerne. Also auch das ist, organisieren wir immer wieder. Im Moment ist es natürlich etwas schwierig, aber ich denke da an dich. Bist du gerne eingeladen. Es ist auch wirklich, man redet immer so viel über die Mengen, aber wenn man mal dort in so einer Halle steht und nachher in dem Lager, wird einem wirklich deutlich, was das eigentlich tatsächlich an Mengen sind. Ja, ich glaube, das geht einem dann wirklich unter die Haut, oder? Wir haben das gleiche Erlebnis, wenn Menschen zu uns in die Werkstatt kommen. Wenn man einmal eine Textilproduktion von innen gesehen hat, dann fällt es einem sehr, sehr schwer, ein T-Shirt für 3 Euro zu kaufen. Ja. Weil man sieht, dass es echte Menschen sind, die Produkte machen, dass sich eben nicht alles über Maschinen abbilden lässt. Und ich stelle mir vor, dass der Effekt sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Es müsste fast sowas wie so einen verpflichtenden Textilproduktions- und Sortierbetriebsbesuch geben. Ja, wir sollten uns, glaube ich, sowieso mehr über Textilien und Kleidung Gedanken machen in unserer Gesellschaft. Wir haben das ein Stück weit immer in den Diskussionen mit dem Lieferkettengesetz, bei dem es ja vor allem um Verantwortung in der Produktion geht. Das ist richtig und das ist unglaublich wichtig. Sehr wichtig, sehe ich genauso. Aber ein Aspekt, der mir oft zu kurz kommt, ist auch die Frage nach der Klimabilanz unseres textilen Konsums. Wir sprechen gerade viel über Inlandsflüge, was natürlich auch Unsinn ist. Was kann der einzelne Bürger tun? Und ich glaube, wir haben bei Bekleidung, jeder Einzelne hat da einfach einen Hebel, um unglaublich viel CO2 einzusparen und auch sich ganz persönlich gegen den Klimawandel zu rüsten sozusagen oder auszustatten, indem man einfach einen anderen Konsum
sich aneignet. Aber ich glaube, ganz vielen Menschen ist das nicht bewusst. Wir reden ja, du ja bestimmt auch, also können wir uns bestimmt die Hand reichen, immer wieder davon, in was für einer Industrie man hier eigentlich unterwegs ist. Und unser Eindruck ist schon, dass, wenn man Menschen erzählt, dass, also jetzt nicht so in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, verhaftet sind, wie wir zwei das sind, dann erzählt, ja, die CO2-Emissionen der Mode- und Textilindustrie, das wissen dann ja auch ganz viele wieder nicht, dass natürlich auch sowas wie Arbeitskleidung und so dazugehört, die ist ja größer als die der Schifffahrt. Ja. Und das ist doch, also allein da kriegt man doch schon Schnappatmung. Aber ich glaube trotzdem, dass ganz viele nicht davon wissen, weil viele dieser Themen irgendwie einfach weit weg sind oder eben man noch nicht den richtigen Weg gefunden hat, sie so aufzubereiten, dass jeder eben nicht nur, wenn über die Klimakrise gesprochen wird, so zuerst ans Fliegen und Reisen denkt, sondern auch an Kleidung. Genau. Und es ist liegt uns sozusagen oder direkt vor unserer Tür, direkt auf unserer Haut, ist hier einfach ein Punkt, an dem wir viel ändern können, selbst individuell. Und die Kleiderbranche ist die zweitdreckigste Branche weltweit. Mhm. Du hast es gesagt, CO2-Ausstoß höher als der Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschifffahrt. Und das ist einfach eine Sache und ein Fakt, der, glaube ich, in unserer Gesellschaft noch nicht so verankert ist. Vielleicht zurück zu dem... Super, wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber trotzdem, wir behalten das Klima im Hinterkopf. Aber genau, lass uns doch mal auf die Prozentzahlen schauen. Wir haben jetzt einen Sack geöffnet. Ich hatte mich ja gerade eingeladen, mal zu kommen. Aber jetzt kehren wir noch mal zurück. Was ist im Sack drin? Genau. Also zunächst einmal, wir hatten vorhin auch Kosten. Ja, man muss sich ja immer klar machen, so eine Altkleidersammlung ist immer eine bunte Mischung unterschiedlichster Sorten und auch Qualitäten. Man kennt das von zu Hause, man guckt durch, dann hat man mal eine Jacke, mal eine Hose, die eine ist gut erhalten, das andere weniger gut erhalten. All das kommt in einen Sack und das kommt jetzt eben dort bei dem Sortierbetrieb an. Die Sortierung ist weitestgehend Handarbeit, das heißt, dort stehen reale Menschen und nehmen jedes Textil nochmal in die Hand und prüfen es. Und in der ersten Stufe der Vorsortierung ist es tatsächlich dieses tragbar oder nicht mehr tragbar. Mhm. Und da stellt sich raus, dass im Moment circa 60% der Textilien in so einem Altkleidersack noch tragbar sind. Das heißt, sie sind voll funktionsfähig, alle Knöpfe sind da, Reißverschlüsse funktionieren und es gibt auch eine Nachfrage für sie. Ne? Mhm. Es gibt unter Umständen zum Beispiel für einen Pelzmantel, würde ich sagen, gibt es heute in einen Echtpelzmantel, gibt es in Deutschland kaum noch eine Nachfrage. Vielleicht aber in Osteuropa noch. Ne? Aber so, das ist dann auch wieder so Tiererwissen, würde ich sagen. Das ist zunächst einmal diese Grundunterscheidung, diese 60%. Von diesen 60%, 2-4% sind sogenannte Cremeware. Das ist top erhaltene modische Ware. Das ist das ist das Gucci-Kleid, wo das vielleicht einmal getragen wurde. Das ist die Markenjeans, wo das Preisschild noch drin ist. Solche Dinge. Das Warum heißt das Cremeware? Creme de la Creme? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber es ist so ein Branchenbegriff. Und das sind aber auch die Sachen, die du dann nachher in den gewerblichen Secondhand-Läden wiederfindest. 2-3% aber nur. 2-3% ist das. Die anderen 57? Das sind dann die sogenannten Qualitäten 1 bis, ja, meistens 4. Das kommt immer so ein bisschen auf den Sortierer an, wie er es nennt. Und das ist also Exportware. Ich habe es erwähnt, weltweit steht wirklich eine große Nachfrage diesem Angebot gegenüber. Das heißt, es kommen Großhändler aus den jeweiligen Importländern, kommen zu den Sortierern und kaufen das sehr gezielt dort ein, was sie für ihre heimischen Märkte brauchen. Und man kann eigentlich sagen, dass die ersten Qualitäten 1 und 2 circa so nach Osteuropa gehen, in osteuropäische Länder. 3 und 4 ist dann die Überseeware, die dann zumeist auch nach Afrika geht, in afrikanische Länder. Und das ist dann weil eben der osteuropäische Markt mehr bereit ist, mehr Geld zu zahlen für die Ware? Oder warum geht die bessere Qualität nach Osteuropa und die schlechtere in Anführungszeichen nach Afrika? Ja, das ist natürlich Kaufkraft getrieben. Das heißt,
Also ein Großhändler aus Ghana oder Tansania kann natürlich auch Qualität 1, er könnte auch Cremeware kaufen, aber er weiß eben sehr genau, wie die Kaufkraft in den Importländern ist und kauft dementsprechend ein. Ich glaube, wichtig an dieser Stelle ist nochmal zu betonen, dass hier keine Lumpen verkauft werden. Darauf würde sich natürlich der afrikanische Großhändler auch nicht einlassen. Qualität 4, angenommen, ich wäre heute zu dem Podcast gekommen in Qualität 4, dann hättest du gesagt, oh, diesen Thomas, siehst du gut aus heute. naja, so dieser Schnitt des Hemdes, den gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Ne? So schneidet man Hemden ja heute nicht mehr. Oder diese Farbe, dieses Muster hat man doch eher vor 10 oder 15 Jahren getragen. Ansonsten, ja, du hättest vielleicht auch gesehen, dass es nicht das allerneueste Hemd ist. Was ich sagen will, ist aber, es sind tragbare Sachen. Qualität ist noch gut, Genau, okay. es ist kein Müll, der dort verschifft wird. Darauf würde sich der Händler aus Afrika auch gar nicht einlassen. Ich habe aber schon manchmal das Gefühl, dass viele VerbraucherInnen auch fast so ein bisschen empört reagieren, wenn sie hören, dass mit ihrer Kleiderspende zum Beispiel noch Geld über den Export nach Osteuropa oder Afrika gemacht wird. Findest du sowas nachvollziehbar? Oder fehlt da so eine Transferleistung, dass einfach jeder weiß, nur ein Teil von dem, was im Container landet, geht in gemeinnützige Dinge? Also wir bei Verwertung glauben, dass es wirklich ein Mangel an Informationen ist an dieser Stelle. Zum einen ist vielen Leuten nicht bewusst, dass Altkleidersammlungen auch Kosten erzeugen. Hier steht einfach im Vordergrund dieser Gedanke, ich gebe ja etwas umsonst ab. Dann ist ganz tief mit der Abgabe von Textilien gerade an Gemeinnützige der Gedanke der Armutsbekämpfung verbunden. Also man könnte ja so scherzhaft sagen, der beste Mitarbeiter der gemeinnützigen Altkleidersammler ist der Sankt Martin, ja, weil er einfach so kulturell tief in unserer Gesellschaft verankert hat, dass man Textilien teilt. Und das ist ja auch so, ne? Weil man Textilien Klar. machen Leute, ja, man spendet Auch in Wärme. Qualität 4. Genau. Und man spendet ja Wärme und auch ja letztlich auch Würde, ja. Ja, total. Und das ist eben als Erwartungshaltung damit verbunden. Viele Leute einfach kommen ja auch hin, wenn man in einer gemeinnützigen Einrichtung mal die Spendenannahme macht. Alle kommen und sagen, ich möchte aber, dass meine Textilien hier vor Ort weitergegeben werden. Dann schaut man in so eine Tüte und da ist es dann im Oktober oder im November einfach das Damen-Sommerkleid. Und wenn man jetzt für eine Obdachloseneinrichtung arbeitet, bei der 95% der Kunden einfach männlich sind, dann haben wir ein Problem. Also dieses Damenkleid kann ich ihm vor Ort nicht weitergeben. Den Leuten ist auch einfach nicht bewusst, wie viel es ist. Und deswegen, einfach weil es so unglaublich viel ist, ist es eben auch nicht verwerflich aus unserer Sicht, dass es weiterverkauft wird. Es gab und gibt immer wieder auch Diskussionen um die Konsequenzen des Secondhand-Handels in Afrika. Damit haben wir uns bei Verwertung auch auseinandergesetzt, weil viele unserer Organisationen selbst in der Entwicklungshilfe tätig sind. Und das natürlich dann für uns auch nicht egal ist. Und das ist eben auch ein Wert, den all unsere Organisationen bei Verwertung teilen, weil wir sagen, wir haben Verantwortung. Ja? Wir sammeln nicht nur irgendwas und haben dadurch dann Erlöse und haben damit ein gutes Geschäft in irgendeiner Form, sondern wir sagen, dadurch, dass wir etwas gespendet bekommen vom Verbraucher, gerade als gemeinnützige Organisation, haben wir dann auch eine Verantwortung, wie wir damit umgehen und eigentlich auch darüber, wie darüber hinaus damit umgegangen wird und ja, was das unter Umständen anrichtet. Dementsprechend haben wir uns nochmal angeguckt und auch selber eine Studie durchgeführt, das Dialogprogramm Afrika, und sind eigentlich zu der Einschätzung gekommen, dass dieser einfache Zusammenhang, der oft da gebaut wird, dass einfach der Second-Hand-Handel für die afrikanischen Länder schlecht sei, so nicht aufrechtzuerhalten ist. Aber das ist ja spannend. Ist diese Studie öffentlich zugänglich? Ja, also Super. Sonst können wir die ja vielleicht hinterher noch in die Shownotes packen, wenn das von den HörerInnen interessiert. genau, also wir beobachten da diese Diskussion eigentlich kontinuierlich und haben da auch
Ja, einfach in einem Faltblatt, das wir ständig aktualisieren, unsere Position auch zusammengefasst. Interessanterweise. Das ist fast nochmal so ein ganz eigenes Thema. Da müssen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Das finde ich ja auch tatsächlich. Aber ich möchte vielleicht einen Punkt. Wir sprechen jetzt auch im Übrigen nur über den Secondhand-Handel mit afrikanischen Ländern. Was das in osteuropäische Länder unter Umständen bedeuten würde, darüber macht sich keiner Gedanken. Das ist immer so ein bisschen verräterisch. Interessant. Ja. Aber es ist ein spannendes Thema. Ja, finde ich auch total spannend. Aber sag mal, wir haben jetzt gerade die 60% aufgedröselt. Bevor wir die anderen 40% vom Sack aufdröseln, habe ich noch eine Frage. Glaubst du, dass sozusagen ein Mangel in der Information auch darin liegt, dass man gar nicht so genau weiß, welche gemeinnützigen Zwecke wieder mit der Kleiderspende, die zur Geldspende geworden ist, supported werden? Also vielleicht kannst du mal kurz erzählen, in welche gemeinnützigen Zwecke fließt das zum Beispiel bei den Betrieben, die zu euch gehören? Und wäre es vielleicht müsste man das noch deutlicher zeigen, so nach dem Motto, hier deine Spende, hier das unterstützte Projekt? Ich glaube, worauf du anspielst, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo gemeinnützige Organisationen noch Nachholbedarf haben, was ihr schon eigentlich tatsächlich hervorragend macht. Ich glaube, wir müssen insgesamt als gemeinnützige Sammler besser werden in dem im Storytelling, ne? Ja. Also was passiert mit deiner Kleiderspende? Wo macht es einen Unterschied, ob du es eben uns gibst oder eben dem öffentlich-rechtlichen Entsorger oder dem gewerblichen Sammler? Warum macht es Sinn, noch zwei Straßen weiter zu fahren zu unserem definitiv. Container? Hm. Und wenn du fragst, wie helfen denn die Erlöse, kann ich nur sagen, es ist völlig bunt. Genauso wie eigentlich der Bereich der gemeinnützigen Sammler sind. Das geht eben von Beschäftigungsmaßnahmen, wo eben Menschen, die es ansonsten schwierig haben auf dem ersten Arbeitsmarkt, wie ich glaube, wie bei euch, einfach sinnvolle Beschäftigung finden, Qualifizierung finden und so eben Teilhabe haben an der Gesellschaft wieder. Bis hin zu Bildungs- und Jugendarbeit, Entwicklungshilfe, ich hatte es vorhin erwähnt, über Hilfsgüterlieferungen, aber auch über direkte Geldzahlungen. Ihr müsst anbauen bei den Containern. Es braucht noch ein paar Schautafeln mit Storytelling. Ja. Ich glaube wirklich, dass das wahnsinnig helfen würde, weil diese Empörung, als ich mich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe, also ich kann das Gefühl so nachvollziehen, dass ich dachte, wie jetzt, man hört das ja auch immer so, ne, jetzt habe ich da extra meine Kleider in den Container getan, was, und das wird jetzt weiterverkauft, mit meiner Ware wird Geld gemacht. Da fehlt sozusagen das Ende der Geschichte. Ja, eben, also man muss, glaube ich, den Leuten einfach deutlich machen, es ist viel, viel mehr da, als wir hier vor Ort brauchen. Vielleicht muss man auch mal wieder darauf hinweisen, 2015 und als wir den großen Zustrom von Flüchtlingen hatten, waren es gemeinnützige Organisationen, die sofort zur Stelle waren, die über die oder aus den Alttextilsammlungen ja auch Erstausstattungen zur Verfügung gestellt haben. Zum Beispiel eine uns angeschlossene Organisation in der Bayern-Kaserne, wo viele Menschen ankamen. Damals habe ich es erlebt, dass sich sehr schnell auch in Kooperation mit einfach bestehenden Organisationen private Initiativen gegründet haben. Und also dann war auch nicht die Frage, verkaufen wir es weiter oder so, sondern erstmal, was brauchen wir hier vor Ort? Ne? Ja, also klar. Das, was überall das fehlte. Das ist die oberste Prio, genau. Genau, das, was überall fehlte, kleine Herrenbekleidung zum Beispiel oder Kinderbekleidung, wurde dann zum Beispiel auch koordiniert getauscht und sozusagen dorthin gebracht, wo es fehlte. Und das nur als Beispiel, also primär ist es die Hilfe vor Ort, aber es ist eben viel, viel mehr. Aber das müssen wir auch erzählen. Und dann müssen wir auch deutlich machen, was passiert denn ansonsten mit deinem Geld? Und wir bei Verwertung sind auch der Überzeugung, dass man eben sicherstellen muss, aus der Verantwortlichkeit, die man einfach hat gegenüber dem Spender, dass die Textilien einen weiterhin geordneten Weg gehen. Und deswegen arbeiten wir ausschließlich mit ausgewählten Firmen zusammen, die uns auch eben erlauben, dass wir dort kontrollieren können. Ja, total gut. Jetzt lass uns doch mal auf die 40% gucken. Gerne. Was passiert mit den 40%, die nicht mehr tragbar sind? Genau, das ist ein wachsender Anteil, leider. Und man muss zunächst einmal sagen, dass mit diesem Anteil kann der Sortierbetrieb kein Geld verdienen. Das ist praktisch ein Zuschussgeschäft. Eigentlich nur Beifang, will er eigentlich gar nicht haben.
Man kann davon ausgehen, dass so circa 10% nochmal saugfähige Stoffe sind. Baumwoll-T-Shirts zum Beispiel etc. Mhm. Daraus werden Putzlappen geschnitten für die Autoindustrie oder Schifffahrtindustrie. Dann haben wir nochmal circa 20% sogenannte Recycling-Stoffe. Auch das ist spezifisches Wissen in den Sortierbetrieben. Aber in gewisser Zusammensetzung daraus werden dann Dämmstoffe gemacht, Autoinnenverkleidung und ähnliche Produkte, Malervlies. Und dann haben wir nochmal um die 10% textilen Müll und sonstigen Müll, den man in Altkleidersammlungen findet. Und dieser Anteil muss verbrannt werden. Mhm. Und das ist für den Sortierbetrieb tatsächlich die schlechteste Variante, denn Verbrennung kostet Geld. Mhm. Ach, das noch, ja. Stichwort sonstiger Müll. Hamburg hat ja sich letztes Jahr dazu entschieden, alle öffentlichen Altkleidercontainer wegen mangelnder Qualität, die abgegeben wurde, abzubauen. Mhm. Auch einfach, weil so wahnsinnig viele Annahmestellen überfüllt waren. Du hast ja vorhin auch gesagt, letztes Jahr musste teilweise 2 bis 3 Mal die Woche geleert werden. Mhm. Wie bewertest du das? Ist das ein guter oder ein schlechter Schritt? Weil es hat, glaube ich, schon viele Hamburger erstmal wachgerüttelt, so, und Hamburgerinnen, wie ich das so mitbekommen habe, was, die Qualität ist zu schlecht. Wie schlecht ist sie tatsächlich? Naja, zunächst finden wir es sehr überraschend und eigentlich auch sehr schade, wenn ein öffentlich-rechtlicher Entsorger, der zuvor so in den Markt gestürmt ist, um es so zu sagen, dann sich jetzt in einer Marktschwächephase sozusagen sehr schnell zurückzieht. Das ist schon überraschend, das kennt man normalerweise eher von privaten Sammlern. Okay. Nichtsdestotrotz, und das ist eine gute Sache, zeigt es einfach unserer Gesellschaft das Problem auf. Also die Mengen sind tatsächlich derart explodiert und die Qualität in den Sammlungen wird immer schwieriger und da haben private und auch öffentlich-rechtliche Entsorger nochmal ein größeres Problem, denn Gott sei Dank ist es bei gemeinnützigen Sammlungen noch so, dass die Qualität im Schnitt besser ist, aber auch bei uns ist es so, das wissen viele Leute nicht, wenn so ein Container geöffnet wird von den Mitarbeitenden, sind nochmal 10% würde ich sagen, sind nochmal Dinge, die dort überhaupt nicht reingehören. Und das sind oftmals sehr unappetitliche Dinge. Das geht wirklich bis zu Schlachtabfällen. Was? Und Gott. Also wirklich alles was man sich da vorstellen kann, findet man da drin. Das ist einfach, weil das ist die fehlende Sozialkontrolle am Container. Ja, und auch die fehlende Sozialkompetenz, mal ehrlich. Schlachtabfälle in einen Textilcontainer einzuwerfen, das geht doch gar nicht klar. Ja, man ist es dann einfach los, ne? Ja, und ganz genau. Das Problem ist, dass natürlich diese Sachen dann auch überlaufen, runtertropfen und den Rest verderben und eigentlich zu Müll machen. Und das ist eine sehr unschöne Sache, die einfach nochmal oben drauf kommt, sozusagen. Vielleicht auch noch an dieser Stelle ein Hinweis: Vielfach passiert es mittlerweile, und das passiert eigentlich auch aus einem guten Gedanken heraus. Die Menschen möchten ja weniger Plastik oder wir müssen weniger Plastik verwenden. Führt dazu, dass viele Menschen auch ihre Textilien mittlerweile lose, also unverpackt, in die Container einwerfen. Unser Problem ist nur dann, wenn dort dann ein sozial schwacher Bürger sozusagen oder sozial kompetenzschwacher Bürger vorbeikommt und seine Schlachtabfälle dort entsorgt. Ja, sind die nicht geschützt, die anderen Textilien. Ne? Oder aber auch Feuchtigkeit oder ähnliches. Muss ja gar nicht der schlimmste Fall jetzt sein. Oder man könnte es auch in YouTube-Beutel einbinden oder schon mal, gegen Feuchtigkeit schützt das auch nicht. Genau, also da binden wir einfach weiterhin da dann auf wirklich so Müllsäcke zurückzugreifen. Nehmt ja Gott nochmal den Plastiksack, bitte. Genau, an dieser Stelle ist das immer noch leider die erste Wahl. Wir haben uns auch oft erkundigt, ob es da nachhaltigere Varianten gibt, auch bei den Straßen- und Haustürsammlungen. Ist aber noch schwierig. Einmal den Müllsack, als die ganze Ware sozusagen zu zerstören. Du, spätestens nach den Schlachtabfällen in Textilcontainern brauche ich jetzt was
was mir gute Laune macht. Ich leite mal kurz über zu unseren Good News. Es gibt ja in dieser Branche auch gute Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Wir haben ja gerade das schon ein bisschen gestreift. Die Corona-Krise hat ja bekanntermaßen sehr viele negative Auswirkungen für viele von uns mitgebracht, was unseren Kleiderkonsum betrifft, aber auch tatsächlich, abgesehen von dem zu vielen Abgeben, eine gute. Denn für immer mehr KonsumentInnen ist die Corona-Krise ein Anlass gewesen, ihr Shoppingverhalten tatsächlich zu überdenken. So haben sich die Einstellungen europäischer VerbraucherInnen zu Nachhaltigkeitsthemen seit der Pandemie etwas verändert. Laut einer Umfrage von McKinsey, die stammt aus dem letzten Jahr, wollen, wenn die Pandemie vorbei ist, 57% der Befragten plötzlich beschädigte Kleidungsstücke ausbessern, anstatt neue zu kaufen. 65% wollen sogar mehr hochwertige Kleidungsstücke mit längerer Lebensdauer kaufen. Und sage und schreibe, 71% wollen Kleidungsstücke weniger oft wegwerfen. Good News, Thomas, oder nicht? Ja, das lässt auf jeden Fall hoffen. Das lässt hoffen. Ja, auch wenn wir es im Moment noch nicht am Ende der Kette wahrnehmen können, glaube ich schon, dass wirklich etwas passiert, dass Leute umdenken. Und was wir, ich hatte es erwähnt, wirklich schon feststellen in den Läden der angeschlossenen Organisation, dass neue Zielgruppen kommen. Mhm. Dass Menschen ja keine Lust mehr haben oder vermehrt keine Lust mehr haben, dieses ja auch Hamsterrad zu bedienen, ne? Genau, diesen ständig wechselnden Trends hinterherzulaufen und einfach sagen, Moment mal, hier in den Secondhand-Shops finde ich ja im Zweifel wirklich was Individuelles, was ich ja bei Fast-Fashion-Anbietern eigentlich gar nicht finden kann, weil das gibt's ja millionenfach, ja, so läuft ja jeder rum. Und mit Secondhand wird vielmehr zu einem Lifestyle. Und dieser Lifestyle ist dann aber auch nicht mehr auf Hamburg, Berlin, Frankfurt und München beschränkt, sondern geht wirklich in die Fläche. Und das lässt mich wirklich hoffen, dass es auch zu einer Veränderung kommt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass eigentlich weltweit schon so viel Kleidung existiert, dass man nur noch aus Bestehendem schöpfen könnte. Und ich habe auch gelesen, dass die Secondhand-Industrie sozusagen das neu produzierende Gewerbe irgendwann mal überholen wird. Kannst du dazu was sagen? Also weißt du, wie viel Kleidung es weltweit gibt zum Beispiel? Das ist schwierig zu sagen, wie viel tatsächlich im Umlauf ist. Wir könnten wirklich mehrere Jahre, glaube ich, mittlerweile auf Neuproduktion verzichten, ohne Wahnsinn. Dass ein Mangel an Textilien mehrere Jahre, muss man sich mal überlegen. Ja. Es ist einfach so, im Moment, wir haben ein Geschäftsmodell der Bekleidungsindustrie, das ausgelegt darauf ist, dass zu viel auch produziert wird. Im Moment kommt das am Ende an und wir müssen wirklich hier umsteuern. Wir müssen weniger produzieren, wir müssen Textilien länger tragen. Mhm. Und ich glaube, wohin wir wirklich wieder kommen müssen, weil es ist ja oft so über Verzicht dann auch, ist dann so eine Vokabel, die ja wirklich keinen Spaß macht. Aber ich glaube, darum geht es im Modebereich gar nicht unbedingt, sondern es geht eher um Wertschätzung. Wir müssen unser Lieblingsthema. Jetzt geht mein Herz auf, Thomas. Ja, aber es ist ja wirklich so, wieder einen Lieblingsmantel wirklich tatsächlich haben, den man über Jahre einfach trägt und dann auch reparieren lässt. Also du hast heute die besten Vokabeln für mich dabei. Ich erzähle nämlich ganz, ganz häufig, dass ich ja davon träume, einen Kleiderschrank nur noch voll mit Lieblingsteilen zu haben. Ja, dass immer, egal was ich rausgreife, fühle ich mich gut, weil ich eben was mit dem Kleidungsstück verbinde und ich verbinde deshalb etwas mit dem Kleidungsstück, weil ich es auch wertschätze. Genau. Und wir müssen so ein bisschen weg und da müssen wir, glaube ich, uns auch selber so ein bisschen Einhalt gebieten. Oftmals ist es ja so, wenn man einkauft und das, glaube ich, führt ja zu diesem Überkonsum oder zu diesen wirklich vollen Kleiderschränken. Wer kennt das nicht? Man ist so einkaufen und dann, ja, gefällt dir das Teil und ja, weiß nicht so recht. Und dann kommt ja oft die Frage so, ja, was kostet es denn? Und dann kommt irgendwie so irgendwas, ne, so, keine Ahnung, es sind ja oft so Mitnahmepreise tatsächlich. Und dann so, ja, nimm mit. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen einschränkt und sagt, nee, eigentlich brauche ich es gar nicht, ich lasse es hier. Und genau wie du sagst, einfach zu so einem wertschätzenden Umgang kommt und auch wirklich wieder Textilien hat, wo sich's lohnt, es zu reparieren. Ich finde, in jedem Fall. Ich finde es auch schwierig, also wir können auch nicht alles dem Verbraucher überwälzen, denn wenn ich für ein
für eine Jeans unmögliche 20 Euro bezahle, was ja gar nicht den wahren Preis sozusagen der Produktion, nicht annähernd, die sozialen Kosten, die Umweltkosten in der Produktion, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, nicht annähernd abbildet. Ne? Macht es aber doch für den Konsumenten auch keinen Sinn, der eigentlich möchte, sozusagen zu der Schneiderin im Viertel zu gehen, die dann einfach auch für eine Erneuerung des Reißverschlusses einfach 17 Euro nehmen muss, weil sie ja auch leben muss, ne? Sie genau, weil das Teil dann nur 10 Euro gekostet hat, dann sagen natürlich, oh, dann kaufe ich mir lieber Neues. Genau. Ne, da sind wir wieder beim T-Shirt für 2 bis 3 Euro. Ja. Wir haben ja eine Podcast-Folge mit Viola Wohlgemuth aufgezeichnet, die Campaignerin für Konsum bei Greenpeace. Und die hat eine Sache gesagt, die mir sehr im Ohr geblieben ist. Eigentlich müssen wir unser Immunsystem trainieren, um eben den Verlockungen der Modeindustrie nicht so schnell zu erliegen. Ja, denn sie verkaufen uns Träume. Also kein T-Shirt, sondern ein Traum, ein Ausschnitt aus dem Leben, der dann für dich eintritt, wenn du dieses T-Shirt trägst. Sie hat aber auch gesagt, dass natürlich die Produktionsseite super wichtig ist. Und ich bin da ganz bei dir zu sagen, man kann nicht immer nur alles auf die KonsumentInnen abwälzen. Es ist natürlich wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir sehr, sehr wohl viel entscheiden können, was und wie wir kaufen und auch in welcher Qualität, solange es der Geldbeutel hergibt. Aber dass es auch wichtig ist, dass Unternehmen, die es schon anders machen, nicht noch bestraft werden. Zum Beispiel wir als fair produzierendes Unternehmen sind ja in Anführungszeichen teurer als konventionelle Brands, aber es ist ja eigentlich oft andersrum. Nicht wir sind zu teuer, sondern die sind zu günstig, weil die echten Kosten gar nicht stattfinden. Und Viola hatte damals auch gesagt, eigentlich müsste es noch wie so ein Preistag geben an der Kleidung, wo die CO2-Bilanz zum Beispiel draufgeschlagen ist und. Ja. Genau. Also wirklich, wenn wir über Kreislaufwirtschaft auch sprechen oder über eine nachhaltige Textilwirtschaft, ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass jeder in dieser Kette, jeder Akteur in irgendeiner Form sich anpassen muss und ändern muss. Und genau wie du sagst, im Moment haben wir ein System, in dem derjenige am Markt benachteiligt wird, der sich richtig verhält. Genau. Und also, oder sagen wir, noch hochgestochener, gesellschaftlich erwünscht verhält, ja, wovon wir alle profitieren. Derjenige, der einfach so soziale Kosten, Umweltkosten vergesellschaftet, davon profitiert. Und genau das müssten wir irgendwie durch Regulation aus meiner Sicht auch umdrehen. Und jetzt möchte ich noch eins sagen. Darfst du auch zwei Sachen sagen? um Viola auch beizuspringen. Genau so ist es. Also das Marketing, Kleider machen Leute, sie sind zweite Haut und das Marketing verkauft uns eine schöne Welt, auch Rollen, die wir erfüllen können, indem wir uns in ihren Gewändern kleiden sozusagen, aber echte Individualität. Und das ist das ja, was das Marketing auch gerade bei Fast-Fashion-Anbietern immer verspricht, bietet ja eigentlich nur Secondhand. Und deswegen noch eine Werberunde auch tatsächlich bei gemeinnützigen Anbietern in die Läden mal reinzugehen. Ich habe vorhin oft gesagt oder die Begriffe Sozialkaufhaus oder Gebrauchtwarenkaufhaus benutzt. Ich stelle oftmals fest, dass viele Leute, und so ist es mir, bevor ich bei Verwertung angefangen habe, vor über 10 Jahren, auch gegangen. Also man geht ja nicht in Sozialkaufhaus. Ne? Also, sondern, man darf aber. Ne? Eben. Man darf und es ist wirklich spannend und toll, was man da entdeckt. Und ich wette mit allen Hörerinnen, dass wenn man mal reingeht, eine Kleinigkeit findet man und man freut sich drüber, dass man es gefunden hat. Ja, es ist auch ein Stück weit wirklich eine Schatzsuche und mit gutem Gefühl mal einzukaufen. Und es gibt dann ja oft 2 Preisstufen, oder? So kenne ich das. Also das Bedürftige in Anführungszeichen sozusagen, für die originär sozusagen die Sozialkaufhäuser erschaffen wurden, die Kleidung zu einem anderen Preis erwerben als jetzt für OttoNormalverbraucherInnen, oder? Auch da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Okay. Also das gibt es. Es gibt aber auch mittlerweile Secondhand-Läden, die sich gar nicht unbedingt an Bedürftige richten, sondern an normale Konsumentinnen und wo dann einfach tatsächlich Erlöse wiederum erwirtschaftet werden durch den Direktweiterverkauf. Ne? Oxfam ist so ein Beispiel, die sind auch bei uns, die in sehr guten Läden, Lagen, sehr schöne Läden haben, die eigentlich ja von so Neuware Läden auch nicht zu unterscheiden sind. Ja, total. Und dort die Einnahmen nimmt Oxfam ja wiederum, um ihre Entwicklungshilfsprojekte zu unterstützen. Das ist auch so ein Modell. Und
viele gemeinnützige Organisationen oder die ein oder andere gemeinnützige Organisation geht jetzt auch genau dahin und sagt, wir machen jetzt auch Shops extra für diese neue Zielgruppe, die zwar jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen ist, die vielleicht auch etwas mehr Geld hat, aber eben Secondhand, also nachhaltig einkaufen möchte, weil nachhaltig so richtig ist es ja, wenn es ökologisch ja sinnvoll ist, sag ich mal, und wenn es auch eine soziale Sache unterstützt. Und dementsprechend gibt es auch in der Richtung immer neue Shops. Die Deutsche Kleiderstiftung mit den zweimal schönen Läden, aber auch Vintis im Süden gibt es zum Beispiel. Ja, also es gibt so tolle Läden. Ja. Wir haben bei uns auf dem Blog auch vor einer Weile einen Artikel veröffentlicht zu guten Secondhand- und Sozialkaufhaus-Anlaufstellen in Hamburg. Also und da haben wir nur, ich würde mal sagen, vielleicht 60-70% in Hamburg abgedeckt und das waren schon 14-15 Läden. Also echte Perlen dabei. Aber sag mal, das Spektrum ist ja so wahnsinnig spannend und groß, aber auch das, über das wir heute sprechen. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Hebel, um Überkonsum entgegenzuwirken? Wir haben jetzt gerade schon gesagt, Dinge länger im Kreislauf halten ist spannend, aber wir haben ja weiterhin das Problem, dass es einfach viel, viel, viel zu viel gibt und die Industrie immer mehr billig, schlecht produzierte Ware in den Markt drückt. Was können wir tun? Wo erreicht man die größte Hebelwirkung, damit das aufhört? Die 1 Million Euro Frage. Ja. Sehr, 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 sehr kompliziert, weil ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir hier tatsächlich von einer kompletten 180-Grad-Wende einer riesigen globalisierten Industrie sprechen. Wir brauchen alle Akteure an einem Tisch. Wir brauchen mit Sicherheit Regulierung in dem Sinne, als dass das Verhalten auch von Konzernen und Produzenten, das einfach gesellschaftlich gewollt ist, im ökologischen und sozialen Sinne einfach belohnt wird und dass ja, das einfach auf den Markt werfen von Billigstbekleidung mit sozial prekärer Produktion, mit schwierigen ökologischen Umständen, dass das nicht mehr möglich ist. Wir brauchen dann auch ein Stück weit einen Sinneswandel bei der Bevölkerung. Wir brauchen auch am Ende der Kette, dieser im Moment noch linearen Kette, und jetzt komme ich mal vielleicht zu unserem Bereich auch, wir haben es vorhin gesagt, wir haben im Moment nur Downcycling-Verfahren zur Verfügung. Wir müssen uns da ehrlich machen. Wir haben als Gesellschaft im Moment ökologisch keine sinnvolle Antwort auf Textilien am Ende ihrer Nutzungsdauer. Ja. Seien sie auch langlebig, seien sie auch qualitativ hochwertig. Wir brauchen hier Verfahren für echtes Recycling im industriellen Maßstab. Ja. Also es gibt viele, viele Sachen, viele Ideen im Moment auf Labormaßstab, viele Startups, die da wirklich tolle Ideen auch entwickeln. Aber wir müssen hier diesen Markt schaffen. Und ich glaube, auch da brauchen wir Politik, brauchen wir Regulation. Die Idee wäre ja zum Beispiel, dass wir einer Jeans 20% Rezyklatbeimischung vorschreiben, also dass einfach recycelte Fasern in einem gewissen Anteil in einer Jeans sein müssen. Das kann man auch heute nachvollziehen. Ob es tatsächlich so ist, ne, dass diese Fasern da drin waren, das war bis vor ein paar Jahren nicht unbedingt möglich. Und dass man so einfach auch einen Markt dafür schafft. Also wenn man zum Beispiel heute weiß, man kann Plastik, kann man schon sehr gut recyceln und hat auch nachher eine künstliche Faser, die sich qualitativ nicht von einer neuen Faser unterscheidet. Sie ist aber schlicht zu teuer. Und die recycelte Faser wird aus Flaschen gemacht und nicht aus Jacken oder ähnlichem. Aber dass wir hier einfach weiterkommen, wäre, dass aus der Jacke wieder eine Jacke wird. Genau, ja, es muss ja eigentlich keine Jacke sein, es kann ja auch eine Brillengestell sein. Ne? Ja, okay. Sowas. Und das müssen wir, glaube ich, einfach vorantreiben, aber wir müssen uns immer als Gesellschaft auch bewusst sein, auch funktionierende Recyclingverfahren lösen das Problem des Überkonsums nicht. Also wenn wir einen geschlossenen Kreislauf haben, müssen wir trotzdem weniger Textilien hier konsumieren. Ja. Denn wenn wir überlegen, dass Länder wie China, Indien oder auch Brasilien, wenn die jetzt sozusagen
nachholend einen ähnlichen Konsum aufbauen, wie wir das hier in Europa und in den USA im Moment pflegen, so viel Wasser haben wir nicht, so viel Pestizide sollten wir bitte, bitte nicht einsetzen weltweit. So viel Flächen haben wir auch schlicht einfach nicht. Und von daher müssen wir einfach als Verbraucher uns hier auch damit beschäftigen, wie wir davon runterkommen. Aber das ist extrem schwierig, gerade in diesem Marketingumfeld auch. Das glaube ich. Aber ich finde ja die Idee auch festzuschreiben, wie viel Prozent aus recycelten Fasern zum Beispiel jetzt bei einer Jeans dabei sein muss, total spannend. Gleichzeitig merke ich auch immer wieder, da hat uns auch im Vorfeld jetzt auch eine Frage über Social Media erreicht heute für die Aufzeichnung mit dir. Es wird ja doch, hat man das Gefühl, auch oft Greenwashing betrieben. Dann liest man ja, das Produkt ist aus recycelten PET-Flaschen oder was auch immer, aber es steht nirgendwo ein Prozentsatz. Dann ist vielleicht hinterher 1% des Produktes aus recycelten Fasern, 99% konventionell. Beworben wird es aber als nachhaltiges Produkt. Also da bräuchte es ja wahrscheinlich auch gesetzliche Vorschriften, wie man überhaupt so einen Prozentsatz darlegen darf, oder? Man sollte da wirklich, die Produkte würde ich mal als nachhaltiger bezeichnen, maximal. Es ist so ein bisschen, ich tue mich da jetzt gerade schwer, man ist schnell bei so einer Diskussion dann wieder bei Siegeln oder Ähnlichem. Davon haben wir aber gerade im Textilbereich mehr als genug. Ganz genau, sehe ich auch so. Da haben wir eher einen Dschungel. Und da jetzt noch eins oben drauf zu setzen wieder. Es muss, glaube ich, für den Verbraucher oder den Verbraucher muss es da einfach einfacher gemacht werden. Er muss sich darauf verlassen können, dass Dinge verantwortlich produziert werden, dass es einfach Mindeststandards gibt, die in dieser langen Lieferkette der Produktion einfach eingehalten werden. Darauf muss er sich verlassen können. Und da braucht es einfach gewisse Mindeststandards, die dann aus meiner Sicht vielleicht auch immer nach und nach weiter erhöht werden. Auch als Kompromiss meinetwegen, damit die Industrie da mitgehen kann. Aber solche Dinge sollte man einfach sicherstellen und den Verbraucher an dieser Stelle rausnehmen. Der Verbraucher muss sich darauf verlassen können. Ganz genau. Dass diese Dinge, weil das wird er nie überprüfen können. Ja. Und das wird er auch nicht erfüllen können. Und glaubst du denn auch, dass sich jetzt in dieser ganzen Debatte um das zu viel und wie wird man Herr oder Herrin dieses zu viel oder wie bewegt man Menschen dazu, auch weniger zu konsumieren, dass sich in dieser Debatte auch der Altkleidermarkt oder die Altkleiderindustrie reformieren muss? Also was braucht es sozusagen von eurer Seite, um auch Raum zu schaffen für eben Upcycling oder kreislauffähige Konzepte, wie sie ja gerade auch schon viel diskutiert werden? Ja, also in einer Krise liegt ja auch immer eine Chance. Also wir haben im Moment wirklich einen richtig schwierigen Markt. Viele haben sich ja auch bereits zurückgezogen. Sowohl private als auch gemeinnützige Sammler, die einfach ihre Container von der Straße geholt haben, genauso wie es ja auch die Stadt Hamburg getan hat. Zunächst einmal, das hatten wir ja ganz am Anfang, ist es gut, wenn wir eine hohe Erfassungsrate haben, weil wir brauchen das Material, um irgendwann dann auch tatsächlich ein echtes Recycling herbeizuführen. Nichtsdestotrotz hast du recht, ich glaube auch wir Gemeinnützigen müssen uns Gedanken darüber machen, welche auch bequemen Abgabeformen wir den Bürgerinnen anbieten können, damit sie wirklich ihrem Willen nachkommen können, gemeinnützige Zwecke mit ihren gut erhaltenen, aussortierten Textilien unterstützen zu können. Und wir müssen das auch besser kommunizieren. Was tun wir mit euren Textilien konkret? Ja. Und wo helfen eure Textilien da konkret? Und wo helfen sie auch nicht? Genau. Und was können wir damit nicht leisten? Ne? Und da müssen wir uns mit Sicherheit auch neu aufstellen. So Upcycling-Projekte, Nähprojekte sind mit Sicherheit da auch ein guter neuer Weg. Zusammen mit Secondhand auch, was wir vorhin ja auch schon hatten, dieses Umdenken wird höchstwahrscheinlich auch nicht über Verzicht gehen, sondern über alternative Möglichkeiten, Mode zu leben. Ja, total. So, und dann auch vielleicht auch gesellschaftlich wieder zu entdecken, wie Nähen geht. Also es muss ja auch, einen Knopf annähen konnte früher jeder. Ist heute auch fast schon die Ausnahme. Ne? Aber so, dass solche Dinge auch wieder zurückkommen und
Also wir halten fest, verpflichtende Stopf-Workshops für alle, verpflichtende Textilproduktionsbesuche, verpflichtende Sortier. Nee, wir wollen ja keine Pflicht. Es soll ja kein Verzicht oder kein Muss sein, sondern ein Erkennen eigentlich, dass das Andersmachen Spaß bringt. Ja, also man könnte ja auch überspitzt formulieren, das Knopf annähen war immerhin eine positive Seite des Pflichtdienstes bei der Bundeswehr. Da lernt man sowas. Damals hat man sowas bei der Bundeswehr gelernt, ja. aber so ein bisschen, also das sind ja eigentlich alte Kulturtechniken, ne? Also früher konnte total. Das jeder den Socken stopfen, wie du sagtest. Ich kann das auch noch. Wie sieht es bei dir aus? Du hast es in der Bundeswehr gelernt? Nein, ich war nicht bei der Bundeswehr. so gesehen, also einen Knopf kriege ich hin, aber danach wird es tatsächlich schon schwierig, wenn ich da eine Maschine sehe oder so. Da bin ich blank, muss ich zugeben. Thomas, ich finde es wahnsinnig spannend, mit dir zu reden, und ich glaube, wir könnten hier ohne weiteres noch 2 Stunden füllen. Also ich finde das wirklich sehr, sehr inspirierend, mich mit dir auszutauschen. Ich würde dich jetzt gerne zum Schluss noch um einen ganz persönlichen Tipp für unsere HörerInnen bitten. Und zwar haben wir jetzt ja sehr viel darüber geredet, was werden für Textilien abgegeben, welche lohnen sich aber vielleicht auch gar nicht, diese abzugeben. Kannst du für uns noch bitte einmal kurz erklären, was ist sinnvoll abzugeben, welchen Zustand sollte es haben und was macht man mit den Sachen, die tatsächlich zu verschlissen sind und eine Belastung für Sozialkaufhäuser wären? Ja. Also was wir jetzt immer sagen, eine Kleiderspende. Und eine Kleiderspende kann es ja nur sein, wenn es an eine gemeinnützige Organisation geht. Ja. Nur dort kann man spenden aus unserer Sicht. Ja. Wenn es eine Kleiderspende sein soll, dann wirklich darauf achten, dass die Textilien noch tragbar sind. Also wenn Sie Ihren Kleiderschrank jetzt aussortieren, machen Sie sozusagen nicht zwei Stapel behalten, nicht behalten, sondern machen Sie noch einen dritten, machen Sie sozusagen einen für behalten, dann machen Sie einen für gemeinnützige Kleiderspende und einen für Entsorgung sozusagen. Mhm. Weil das muss man sich klar machen. Textilien, die nicht mehr getragen werden können, sind so gesehen auch im rechtlichen Sinne Abfall und sind keine Unterstützung gemeinnütziger Kleidersammlung. Also, wo tue ich die dann hin? Da muss man wirklich sagen, ich will jetzt nicht empfehlen, das bei anderen Konkurrenten sozusagen abzugeben. Im Zweifel. Bei den Gewerblichen. Das hast du jetzt gesagt. Sorry. Ich sag's mal so, ein völlig zerschlissenes, mit Farbe von der Renovierung verdrecktes T-Shirt, da kann es oder ist es höchstwahrscheinlich wirklich sinnvoller, auch im ökologischen Sinne, es über die graue Tonne zu entsorgen. Okay. Denn dieses Textil wird, auch wenn es in einer Altkleidersammlung landet, höchstwahrscheinlich aussortiert und landet dann bei diesen 10%, also in der Verbrennung, genauso wie es passieren würde, wenn es in der grauen Tonne ist. Mhm. Aber da nochmal einfach vielleicht so zu schärfen, ohne zu sagen, wohin mit den anderen Sachen. Die Kleidersammlungen gemeinnütziger Organisationen, und es fällt uns ja auch schwer, das so zu sagen, aber das ist einfach der Umstand, dass so viel am Markt ist und auch so viel schlechte Ware am Markt ist, müssen wir das heute so sagen, bitte nur die Sachen, die tatsächlich auch so ja im Freundeskreis oder im Familienkreis selber noch weitergeben würdet, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Damit unterstützt ihr die Organisationen und im Zweifel auch bei einem Sozialkaufhaus vorher einfach mal anrufen und fragen, könnt ihr im Moment meinetwegen mein Sommerkleid auch wirklich gebrauchen oder was braucht ihr im Moment? Das hilft schon sehr. Super. Thomas, tausend Dank nochmal für dieses Schlusswort, die super coole Anregung. Und dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir deinen großen persönlichen Müllsack durchzugehen und unsere Hörerinnen irgendwie noch besser zu informieren,
wie man am besten seine Altkleider spendet und was man mit der Kleidung tut, die eben auch für ein Sozialkaufhaus nur eine Belastung wäre. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Folge. Ich möchte unseren HörerInnen jetzt aber wie immer eine kleine Challenge mitgeben, mit der ihr auch euren Textilkonsum noch nachhaltiger gestalten könnt. Und da hat deine Mindshift-Anregung gerade hervorragend dazu gepasst, Thomas. Und zwar lautet unsere heutige Challenge Sorted Better. Also geht durch euren Altkleiderstapel und sortiert noch einmal, welche Stücke tatsächlich zum Sozialkaufhaus dürfen und welche zu verschlissen oder zu kaputt sind. Und bevor ihr letztere wegwerft, überlegt doch nochmal, kann man nicht aus kaputten Jeans oder T-Shirts noch irgendetwas Kleines upcyclen? Die DIY-Welt ist ja voll von Ideen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns davon erzählt unter dem Hashtag TalkSlowPodcast. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Thomas, tausend Dank für deine Zeit. Ja, vielen, vielen. Schön, dass du heute zu Gast warst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Für die Zuhörer dann vielleicht auf altkleiderspenden.de, wenn dann eine gemeinnützige Abgabestelle gesucht wird, wenn es nicht die Passage in Hamburg ist oder Bridge and Tunnel. Auf altkleiderspenden.de sind die Abgabestellen unserer gemeinnützigen Organisation bundesweit. Super. Und wir machen das dann so, ich komme dann irgendwann zu euch nach Hamburg und dann bringt ihr mir das Sockenstopfen und kein Problem. Auf Annehmen bei und ich lade dich dann irgendwann mal, wenn es wieder geht, in einen Sortierbetrieb ein. Super, darauf bestehe ich. Also vielen, vielen Dank für eure Ohren. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei. Denkt an unsere Challenge der Woche. Wir freuen uns über euren Input unter dem Hashtag Talk Slow Podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep it slow.